Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Let's Play Prison Architect. Und heute wird mal wieder eine normale Folge unser Gefängnis ausgebaut. Kein Mod-Showcase, da ich keinen vernünftigen Mod wirklich gefunden habe, ja. Also da gibt es im Moment nicht so viele Mods, die man so vorstellen kann. Nur halt viele Maps, nur... Da brauche ich dann noch ein bisschen Zeit für. Ich muss da noch irgendwas vorbereiten. Wenn ich die Maps zocken will, wird sich dann ja zeigen, wann ich das dann machen werde. Werdet ihr dann auch sehen. Nur dann gibt es heute erstmal wieder eine normale Folge, wo wir unser Gefängnis weiterbauen. Und vielleicht dann auch noch morgen, also am Sonntag. Wer weiß das schon? Das wird sich dann ja sehen. So, ich werde aber dann heute erstmal noch das schöne Gefängnis weiterbauen und einfach mal hoffen, dass ich hier nicht schon wieder so scheiße mache wie jetzt gerade. Nämlich wieder die Sachen vergessen. So, nämlich. Oh Mann. Hier. Zack. Mensch, ich bin schon wieder so dusselig. Könnt ihr euch ja nicht vorstellen. So. Und natürlich auch von hier aus. Muss ich jetzt natürlich alles hier so perfekt wie möglich machen. So. Okay, das passt. Und dann kann ich einfach jetzt eben so machen. Und dann habe ich 22... Mal 22 und dann kann ich jetzt auch die Fundamente bauen. So, 36. Und dann habe ich das hier auch schon. Zack. Hier auch und hier auch natürlich. So, das wär's. Dann habe ich da schon mal wieder einen neuen Zellentrakt als Fundament gebaut. Den bauen wir dann natürlich auch noch weiter. Hier unsere Übergangszelle, die wird auch noch gebaut, obwohl ich da irgendwie Probleme habe, dass das nicht von geschlossen ist. Was ich irgendwie komisch finde, weil da ist es ja geschlossen. Vielleicht sollte ich aber mal die Tür hier wegmachen. Und einfach mal. Oder ich versuche erstmal das Einfachste. Mache erstmal hier den Raum weg. Komplett. Ja. Damit die hier dann nochmal die Übergangszelle haben. So. Mal gucken. Vielleicht ist es ja jetzt. Nicht? Erstmal wird alles jetzt gecheckt, ob alles drin ist. Aber ist okay. Perfekt. Das muss jetzt gar nicht mehr abgerissen werden. Nein. Abbrechen. Abbrechen. Geht nicht? Okay. Dann muss ich das, glaube ich, hier in den Jobs tun. Oder wo ist denn das? Personal. Aufgaben da. Und zwar bedient, bewegt. Okay, da wird es schon abgebaut. Na, ist egal. Muss ich das nochmal bauen? Ist ja egal. Wir haben es ja. Wir können es ja machen. Ist ja nicht so schlimm. So, dann müsste jetzt hier nur noch eine große Gefängnistür rein. Hier. Hier, hier. So. Natürlich da auch. Zack, dann heißen wir mal eben hier die Wände ab. Wir haben ja jetzt auch gerade Geld bekommen durch den Grants Mod, den ich euch vorgestellt habe. Ich glaube, das war Folge 60, 61, das kann gut sein. Ich weiß, nee, 61 kann nicht sein, das war ja gestern. Ja, da müsst ihr einfach mal reinschauen. Da kriegt man auf jeden Fall viel Geld. Ich habe 300.000 bekommen durch das Erreichen aller Grants, also aller Aufgaben, Programme. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Der Mod ist ziemlich nice.
Man kriegt auf jeden Fall Geld für Aufgaben, die man erledigen muss, und dann hat man da auch coole Sachen bei. Also da gibt es echt Unmengen an Möglichkeiten, dann mit Geld zu verdienen. Natürlich gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, die heißt Cheaten, aber das ist ja langweilig, nicht? Oder? Cheaten ist langweilig. So. Cheaten ist auf jeden Fall langweilig. So. Aber jetzt funktioniert das hier auch. Schön. Das gefällt mir. Ich dump mal hier die Sachen. Wie sieht es denn aus mit der Zufriedenheit oder mit den Bedürfnissen bei meinem... Okay, das ist also echt alles super, außer halt Kleidung, aber da müssen die sich halt selber drum kümmern. Ja, wenn die hier nicht putzen, dann kommt auch keine neue Kleidung da rein und ja. Was machen die denn da? Warum machen die die Tür immer auf? Das verstehe ich nicht. Naja, ist ja egal. So, perfekt, da ist das fertig. Mach mal alles offen hier. Muss ja sowieso. Mache ich ja sowieso immer alles offen. Also ist das ja egal. Zack. So. Normal alles hier machen, so zack. Offen, offen. So, und dann kann ich hier auch schon das Fundament für die Räume machen. Obwohl, nee, erst natürlich die Gehwegplatten für draußen. So. Das Gras natürlich auch. Den Wortwitz kennt er ja schon, den ich da immer mache, wenn ich das Gras platziere. Oder kann man sich auch denken, wenn man die anderen Folgen nicht geguckt hat. Lustig. Und dann brauchen die natürlich auch noch einen Eingang. Das kenne ich ja alles schon auswendig. Ist ja eigentlich auch nicht sehr schwer. Aber so wie ich das Gefängnis gebaut habe, gefällt es mir doch eigentlich recht gut. Ist ziemlich einheitlich, ich weiß, aber es erfüllt den Zweck, den es haben sollte. Und das ist doch eigentlich die Hauptsache, oder? So. Und ja, das ist die Hauptsache, da kann ich noch die Versorgung, dann kann ich eigentlich das grüne Netz noch nehmen, oder? Oder ist das voll? Nein, das kann ich benutzen. Oder was ist mit dem Netz hier? Ja, mit dem. Ah, das kann auch noch ein bisschen genutzt werden. Da brauche ich nicht das grüne zu beanspruchen. Dann nehme ich jetzt einfach das. So. Zack. Ziehe das einmal hier durch. Dann habe ich das auch. So. Muss ihn mal eben anders hinsetzen. So. Mein Nacken. Nämlich Probleme gerade. So, dann ziehe ich einmal hier durch und mache dann auch einmal hier so rum das Ganze. Zack. Und dann kommt hier natürlich auch noch mein Rohr. So. Na, jetzt muss aber. So. Fertig. Und natürlich muss ja auch noch Strom rein, weil das kommt ja in die kleinen Räume hier nicht rein automatisch. Das muss ich immer selber platzieren.
So. 4 und hier auch 4. Wie immer. Wie immer. So. Und dann tue ich hier auch wieder Holz rein. Und hier weiße Fliesen. Zack. Genau. Duschrauben. Und Moment, wo ist denn das? Da, guck mal. Gut. Duschköpfe. Auch sehr wichtig in einem Duschraum. Und Abfluss. Zack. In einem Rippenraum kommen Billardtische und Telefon, Fernseher. Der ganze übliche Scheiß. Wo ist denn jetzt das? Hä? Wo ist denn jetzt das Bücherregal? Bücherregal. Wo ist es? Da. Schön. Oh, und die Couch natürlich. Die breite Couch für den Fernseher. So, damit man sich da schön drum setzen kann. Und dann die Sache natürlich. Zack. Lampen. Ja, Mensch, das ist alles so eintönig. Das gibt's gar nicht. Bank. Und komisch, dass ich das... Und gut, dass ich das alles auswendig kann. Oh, was geht hier gerade ab bei mir? Bei mir ist gerade Sicherheit. Ganz heftig. Die sollten essen. Die sollten ganz schnell essen, damit denen wieder gut geht. Oh Mann, oh Mann. Das war jetzt aber mit der Hygiene war aber knapp, du. Das war nicht so gut. Aber jetzt ist ja Essen angesagt, dann geht's denn bestimmt besser. Oder? Jo. Jetzt ist Essen angesagt und dann geht's denen, glaube ich, wirklich besser allen. Und hier wird immer noch schön gebaut, aber unsere Zeit ist auch schon vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet morgen wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Prison Architect. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut auch noch in andere Projekte rein. Und jo, ciao.